habe nochmal umgeparkt, ein bisschen weiter hier runter. Seht ihr die LED hier in der Mitte? Ah, die ist defekt. Muss ich mal austauschen, dass sie überhaupt defekt gehen. Ich habe gerade kontrolliert. Auch Flieger ist sehr schwer. Wie gesagt, wir sind richtig voll ausgeladen. Aber ich kann hier noch ein Stückchen nach hinten schieben, auf jeden Fall. Hier ist noch befestigt. Das heißt also, mit der Achse können wir noch mal 1, 3, 4, 5, 6, also gute 5 Meter, auf jeden Fall bis hier noch anschieben. Dann ist die Zugmaschine komplett von der kleinen Straße hier runter. Ich stehe auch ein bisschen weiter weg von der Straße, weil das ist die Straße, die ich gekommen bin. Wenn du da hinten hochfährst, da hinten auf dem Berg, da habe ich vorher gestanden, ein bisschen weiter hinten noch. Bin jetzt hier runtergefahren, hatte mal bei Google Maps geschaut, beziehungsweise auf so einen Wander. Da war es, wo ich vorhin runtergegangen bin zu dieser kleinen Bucht, die hier nochmal anders heißt als auf der Karte. Da waren hier so Parkplätze ausgeschildert. Da bin ich zu einem von denen jetzt gefahren, wobei der für den LKW nicht zugänglich ist. Deswegen habe ich mir den jetzt hier ausgesucht. Wir schieben das hier rein und dann habe ich einen wunderbaren Platz für die Nacht. Und ja, kannst du mir in der Zugmaschine mit diesem herrlichen Ausblick hier aufs Wasser gemütlich machen. So, rein in die gute Stube. So. Wunderbar, das war eine actionreiche Rückwärtsfahrt nochmal. War ganz schön windig hier, ne? Ja. Wo stehen wir jetzt? Oh, das sind schöne Aufnahmen. Richtig schön. Ich denke, wir sehen uns am Morgen früh wieder. Stimmung, die Kabine wiegt sich richtig schön im Wind. Ist richtig gemütlich hier drin. Ich will gleich noch was lesen, mir die Leselampe anmachen. Und habe mich hier hingestellt, habt ihr ja vorhin gesehen, nochmal. Hin und wieder kommen hier nochmal Autos, jetzt aber seltener geworden, je später es ist. Da hinten ist das Meer, ich kann es von hier aus sehen, fängt die Kamera jetzt sicherlich nicht ein, aber es sind so leichte Bewegungen in der Kabine, man sieht es auch am Traumfänger und ach, herrlich, also ich freue mich auf die Nacht, beziehungsweise genieße das gerade, also gemütlich wie das hier ist, also richtig schön. Ja. So, wir sind jetzt an der Abladestelle. Werden wir hoffentlich bald entladen. Ein LKW ist wohl noch vor mir, der genau das gleiche bringt.
hingefahren zum Ziel, relativ schnell auch entladen wurden und hatte dann noch ein paar andere Sachen mit möglicherweise großen Partnern in der Zukunft zu tun und musste dann noch ein bisschen was erledigen. Deswegen sind wir jetzt ca. 12:19 Uhr auf dem Weg Richtung Robünhafen, also ich will rübersetzen mit der Fähre nach Puttgarden. Muss mal schauen, was ich da für einen Fährplatz kriege. Und fahren jetzt leer dann Richtung Hamburg, weil hier oben Dänemark jetzt noch was zu kriegen ist schwierig. Es war ein bisschen was dabei, aber das Antwortverhalten im Moment der Spedition, meistens sind slowakische und polnische Speditionen, die da die Fracht wahrscheinlich abkaufen oder neu vergeben. Ich sag gleich mal, das ist ein sehr schlechtes Antwortverhalten. Und teilweise kommt es auf Preise, also wo ich dann sage, nee, da nehme ich es schon aus Protest nicht mit, also dafür fahre ich nicht. Also du kannst dann zwar ein bisschen was deckeln an den Kosten mit den Preisen, aber du musst ja auch rechnen, du musst hinfahren, Zeit einplanen, aufladen und meistens hast du dann noch irgendwelche Kosten zum Anfahren, dann hast du erhöhte Fährkosten, weil du dann schwerer bist. Und dann musst du noch zum Zielort wieder fahren, entladen, damit du halt diese billige Fracht dann wieder los wirst. Und das finde ich es besser, jetzt einfach leer rüber Richtung Hamburg zu fahren. Und da habe ich mir jetzt schon eine Tour besorgt, die ist sehr lukrativ. Und die deckelt das dann insgesamt wieder und holt dabei noch mehr raus, als wenn ich mir jetzt einen abbreche und auf Teufel komm raus irgendwas für ein paar Pfennige mitnehme. Das mache ich dann nicht. Okay, dann warten wir mal ab, was da passiert, ey. Wahnsinn, nach einer Unzeit hat die Kamera dann tatsächlich angefangen. Auf einmal ging es los ohne Vorwarnung.
Aber rechts habe ich einen Platz zum Aussteigen. Da. Deswegen werde ich da aussteigen. So. Zurück im Truck. Mal wieder hier Fashion-Opfer. Und zwar zwei große Stangen Toblerone, eine Sonnenbrille und noch irgendwas. Fragt mich jetzt aber nicht, was geholt. Ich finde, der LKW hat zu wenig Ablagen. So, machen wir das so, oder? Warte, du bist schwer. Du bist da. Ja, so ist besser. So, hier ja. Und zwar haben wir Fahrt. Okay. Was gibt's Wichtigeres? Mal langsam hier rausfahren. Jetzt fahr da mal zu mit deiner Bohne hier. Also Wohnmobil fahren manchmal echt die. Bin ja selber einer, deswegen darf ich das ja auch sagen, ne? Darfst ruhig schalten. Verkehr.
damit werden wir die Dänemark-Serie beenden. Und zwar bin ich jetzt in Wismar wieder. Hab hinten 20 Tonnen Holz drauf, Fertigprodukte. Und stehe wieder in Wismar an der gleichen Stelle wie beim letzten Mal hier im Hafengebiet. Bis dahin hat die Fahrzeit gerade noch so auf den Punkt gereicht. Eine Minute hatte ich noch über, also passt, also eher Schichtzeit. Fahrzeit hätte ich noch gehabt, aber durch Fähre und so weiter, das lange Warten auf die Fähre, ist mir einfach die Zeit dann davon gelaufen. Ja, ich würde jetzt auch dann zu Abend gehen und hier den Abend ein bisschen ausklingen lassen und morgen, ich darf 8:30 weiter. Morgen werde ich mir hier drüben da ein schönes Fischbrötchen holen. Dann wünsche ich euch, ich glaube, ihr seht gar nicht, sowas sehe ich auch nicht. So, schönen Abend noch. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Denkt dran, Däumchen werden Träumchen. Abo tut nicht weh. Bis dahin, euer Tom. Ciao. So, jetzt machen wir aus hier. Moment, jetzt pass auf mit dem Finger, das muss ja klappen.